Hallihallo, meine Freunde, hier ist mal wieder euer Maximus Ibukusoi zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator 2. Willkommen in Stockholm, wir sind endlich mal wieder oben in Skandinavien. Und dieses Mal in, ja, Schweden. Ja, Stockholm, Schweden, macht natürlich Sinn. Und ja, beim letzten Mal mit dem LKW hatten wir, na, wer lacht mich aus, hatten wir ein kleines Problem. Das Video kam am Montag. Ich nehme das natürlich hier am 3. Dezember, wollte ich schon sagen, Januar auf. 2020. Oh. Cool, Junge. Erster Unfall. Und dann ist mir das Spiel abgeschissen. Ich weiß nicht, woran das gelegen hat. Ich habe ja hier so einen Traffic-Mod hier drin. Jetzt habe ich das wieder ein bisschen anders gemacht. Ich habe jetzt einfach wieder den Traffic hier über die, ja, Konsole hier erhöht auf 3. Oh, oh, oh. Oh. Heieieiei. War aber knapp, oder? Oder hätte ich es geschafft? Weil ich hätte es geschafft. Und ich hoffe, dass da jetzt kein Problem mehr kommt. Wir haben immer 300 Kilometer auf der Uhr. Und ja, wir warten einfach mal ab. Warum, weshalb, wieso es denn abgeschissen ist. Ich denke mal, mit dem KI-Verkehr, den ich hier drin habe und... ja, dann verträgst du vielleicht nicht mit Jersey Cat. Aber wenn ihr da noch ein paar Ideen habt, dann könnt ihr das gerne mal in den Kommentaren reinschreiben, woran es gelegen hat. Aber, ja, gut. Dann ist das so erstmal. Zum Glück kann man ja den Traffic ja so noch ein bisschen erhöhen, ne? So, aber jetzt geht's ab hier. Im winterlichen Schweden sind wir heute unterwegs. Und... ja, ihr hattet ja gesagt, ihr findet die Firma total toll. Und der ein oder andere hat sich das auf jeden Fall vorstellen können, hier nochmal eine Tour zu sehen. Und dann sollte es erstmal gut sein, dass wir hier mit der Firma unterwegs sind. Sonst kriegen wir hier noch... oh. Was ist das? Eine Katze? Jetzt sag nicht, dass so hört sich das oben in Schweden an. Hört sich aber komisch an. Ja, ich bin auch heute extra ein bisschen später hier losgefahren. Hier, ihr seht ja, gegen 14 Uhr. Dann ist wenigstens... dann fahren wir wenigstens mal ein bisschen so in die Nacht hinein. Wäre ja auch mal ganz interessant. Oder in den Spätabend. Kann ja auch mal hübsch sein. Oh, jetzt... jetzt lang. Ah ja, mal hier im Winterchen. Also ihr habt ja auch selber gesagt, dass ihr Schweden hier ganz gerne mal, oder Skandinavien, ganz gerne mal hier langfahren wollt. Und Baltic Sea, ne? Das war ja alles beides so bei 18-19%. Und bei um die 50% war es Deutschland. Und deswegen werden wir da versuchen, mal einen guten Mix rauszukriegen. Das ist für euch... so interessant wie möglich ist. Boah, der macht aber hier ordentlich. Ist da die Scheibe kaputt hinten beim Auto? Oder was ist da los? Oh. Polizei fährt erstmal vorbei. Hier ist ein Auffahrunfall. Naja, ist nicht so wild. Ist nicht schlimm. Autos sind ja kaputt. Die können ja nicht einfach so weg. So, er kommt nochmal. Polizei mit Blaulicht? Naja, sehen wir auf jeden Fall ein bisschen mehr Blaulicht-Report hier, ne? So, hier ist Scania. Wir fahren in Scania. Was für ein Zufall. Ach, das ist doch schön. So in die Nacht hinein. Ach, herrlich. Ich müsste mal meinen Kalender ein bisschen weitermachen. Ich habe noch den 2019er Kalender, so ein 4-Seiten-Ding. Das gibt bis Februar, aber bei mir steht immer noch der 31. Oktober. Ach, also Oktober meine ich, sondern Dezember. Also, da sehe ich, weil ich die letzten Videos aufgenommen habe. Da vergesse ich immer, den vorzuschieben. Dann sehe ich so, ah, ja, da muss ich ja noch was machen.
Ja, das werde ich hier am Donnerstag rausbringen, das Video. Und wenn alles gut ist, werden wir dann morgen wieder schön gemütlich im Multiplayer unterwegs sein. Wenn alles passt auf den Sim2-Server. Wenn da noch Platz ist. Läuft das? Wie ein Länderspiel. Ah ja, Upe ist drinnen. So muss es sein. So, warte mal. Wird der jetzt hier vorbeifahren? Kommt er oder kommt er nicht? LKWs an LKWs. Also ich muss sagen, hier Stufe 3 ist eigentlich vollkommen ausreichend. Ist eigentlich ordentlich Traffic hier am Schlüssel. Wir fahren hier auch ein bisschen schneller. 260 Kilometer haben wir noch auf der Uhr. Und das war ein alter. Das ist ja hier. Das sieht ja aus wie mein alter Mercedes-LKW, wo ich Fahrschule drauf gemacht habe. Wie so ein 1017. Uiuiui, ich eiere hier was hin und her. Aber hier waren wir hier rüber. Ich fahre ein bisschen zügiger, ne? Ihr seht das. Aber die fahren alle irgendwie ein bisschen gurkig hier. Was ist hier los? Oh, warte mal. Warnblinkanlage an. Hier ist da irgendwas. Was ist denn hier schon wieder los? Hashtag Gaffer Maximus. Ja, ja. Immer wieder glotzen muss er, ne? Schlimm, schlimm mit dem Bengel. Ah, es sieht schon gut aus, ey, wenn die Sonne jetzt so ist. Fahren wir hier schön in den schwedischen Sonnenuntergang. Hui! Ah, sieht schon echt nicht schlecht aus. Aber wir machen mal die Reifenkamera. Bin ich ja auch immer wieder schön anzusehen. Ach, herrlich. Okay, wir müssen jetzt erstmal in Linköping, müssen wir jetzt erstmal abfahren von der Autobahn. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt nur wieder Landstraße fahren. Der Tannenbaum, der jetzt hier drin steht, der nimmt ordentlich Sicht weg hier in den Spiegel auf der rechten Seite. Ah, jetzt merkst du, jetzt geht langsam die Sonne unter. So, wir müssen mal drauf achten. Wie minus 3 Grad haben wir es jetzt hier oben. Klimawandel. Normalerweise waren es hier immer minus 10 Grad. Oder 15. Ja, wie viel ist denn eigentlich so die Durchschnittstemperatur im Januar oben hier in, ja, in der Nähe von Stockholm? Googelt mal und guckt mal rein. Würde mich mal interessieren. Wir werden mal den, wenn wir es nicht vergessen, das mal immer wieder betrachten. Oh, 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 oh. Es ist glatt. Ich habe die ganze Zeit auf der Bremse gestanden, ja, also. Das war jetzt wirklich. War nicht meine Schuld, waren die Bremsen. Oder das war glatt, dann war es doch meine Schuld. Also, mit dem LKW haben wir jetzt schon 1000 Kilometer. minus 3 Grad sind jetzt. Das bedeutet, wir sollten uns auf jeden Fall mal. Wenn ihr das erkennt, hier im Video aus. Und ich das wieder vergesse, dann mal reinschreiben, ob euch was aufgefallen ist, dass es vielleicht kälter geworden ist. Also, ich weiß auch gar nicht, wie es jetzt zum Anfang war. Vielleicht war es ja dann sogar noch ein bisschen wärmer.
190 Kilometer noch. Ah ja, haben wir ordentlich Brot noch vor uns. Verdammt. Warte mal, bleiben mal hier. Der fährt er ja ab, der LKW. So, schön. Alles richtig gemacht. Wir haben 16 Uhr. Die Sonne ist schon fast unten. Und immer noch minus 3 Grad. Ah ja. So, jetzt sind wir Landstraße und das bedeutet, wir müssen hinter irgendwelchen Kosmonauten hinterherfahren. Ja, bleibt nichts anderes übrig. Hui. Gab's ein Gedächtnissekunde hier, ein Ruckler. Ich dachte, das bricht jetzt ab. Dabei habe ich jetzt gar nicht so viele unterschiedliche Mods jetzt reingemacht. Kann natürlich irgendein anderer Mod jetzt Probleme machen. Man weiß es nicht. Wir hoffen einfach, dass er durchhält. Wir haben jetzt 11 Minuten gemacht. Wenn es jetzt abstürzen würde, dann. Ja, dann würde ich trotzdem hochladen. So leid, wie es mir auch tut. Oh. Wird doch nicht weniger hier. Aber jetzt so ein LKW vor uns hier zu haben, ist nicht gerade toll. Mal, ich mach mal hier an. Oh, hier sind irgendwelche bla 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 found bla bla bla. Guck mal hier, was ist denn das? Traffic NLPL, was ist ich hier? Macht einfach mal Pause, dann wisst ihr, was ich da drinne habe. Kann es sein, dass es hier dieses Pack ist? Dieses Heavy Cargo Pack? Ja, da werde ich auf jeden Fall auch noch mal ein paar Touren machen. Vielleicht hat sich ja die Frage schon denn erübrigt. So. 130, 150 Kilometer noch. So, ich hoffe, der fährt jetzt geradeaus weiter. Und blinkt nicht. Das ist gut. Einmal Tutti. Komm, Baby. Naja, man merkt jetzt abends hier jetzt weniger Verkehr. Das ist super für mich. Und wir haben immer noch minus 3 Grad. Aber wird nicht kälter, ne? Wahrscheinlich wegen den Wolken. Dass die Wärme so ein bisschen speichern. Kann durchaus möglich sein. Aber ihr könnt ja jetzt selber mal ausprobieren, hier oben in Stockholm lang zu fahren mit dem Bosti Wintermod. Vielleicht habt ihr auch nur 3 Grad, dann ist es, denke ich mal, regionsabhängig. Und wenn sich jetzt nichts ändert, entweder regionsabhängig oder wir hoffen natürlich, dass es irgendwie doch ein bisschen dynamisch ist, ne? Ah, bin ja doch ein bisschen flott hier unterwegs. Bin echt gespannt, wenn sie hier alles noch mal ein bisschen auf den neuesten Stand bringen. Man merkt schon, dass Schweden die Assets
schon ein bisschen in die Jahre gekommen sind. Aber jetzt hier im Winter fällt es nicht ganz so sehr auf. Das passt dann immer noch. Los, Baby! Suppi. Schaffen wir doch. Aber ich sehe hinter mir Polizei. Will er mich jetzt anhalten oder was? Der will mich doch nicht jetzt nicht verfolgen, oder? Da vorne kommt. Oh, die kesseln mich ein! Bremsen, 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 bremsen. Ach, er fährt ja jetzt ab. Oh Gott, gleich zwei Polizeifahrzeuge verfolgen mich. Drei Polizeifahrzeuge folgen mich. Oh, was machen die jetzt? Naja. Ich sag einfach, ich fahre jetzt weiter. Ach. Folgen die mich jetzt hier noch? Fällt der überhaupt nicht auf? Pass auf. Ich hau jetzt ab. Genau. Fluchtversuch vor der Polizei. Also ich gebe Vollgas, also ich weiß jetzt nicht, ne? Also, ja. Oh, komm, Baby. Fahr doch mal ein bisschen schneller, Johnny. Ihr wollt mich. Aber ich will sie nicht. Ja, wieso fährt der nicht schneller? Ach, guck an, wir haben schon vier. Ja, ja, ist gut. Ich habe auch viel Blende. Ich habe schon vier Grad jetzt hier. Minus. Ich kann mich jetzt langsam. So ein bisschen absetzen. Ah, siehst du. Ein Polizeiauto hat schon aufgegeben. Und der nächste gibt auch auf. Der will mich überholen. Oh, der will mich überholen. Schnell, schnell, schnell. Hat er wohl nie geschafft, ne? Wir fahren über 90 km/h. Wir müssen uns absetzen. Wir schaffen das. So, oh, 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 hoffentlich kommt nichts von vorne. Ja, und damit habe ich das auf jeden Fall geschafft. Flucht vor der Polizei in. Oh, oh. Ach du Scheiße, was ist denn jetzt kaputt? Wo bin ich denn jetzt gegen geknallt? Hä? Warum bin ich hier irgendwo hängen geblieben? Wo ist denn da was? Oh, jetzt kommt die Polizei. Ah, das fehlt mir noch in der Robbensammlung. Jetzt kommt die noch an. Ja, Sir, hallo. Warte mal. Ja. Also, Jungs, ich kann nichts dafür.
Ah, Junge. Da war irgendwas gewesen. Ey, das war bestimmt die harte Katze. Ja, irgendwas war's. Ah, ganz toll. Ich komme jetzt den Berg gar nicht richtig hoch. Es ist so glatt. Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt muss ich mir das mal anschauen. Sehe ich hier irgendwie was? Ey, da hat die Polizei mich hier. Oh ja. Schönes Blaulicht, oder? Schönes Ding hier mit Auto, mit LKW und hier Edeltraut drin. Hier sitzt du da schon. Warum kann man das irgendwie noch ein bisschen hell erhellen? Irgendwie, oder? Kann man jetzt hier scharf, blau, rot, hier, was? Ach, was ist ich? Keine Ahnung. Aber man merkt schon, dass er hier den Berg nicht so hoch will, ne? Okay, wir haben jetzt noch zwei. Ach ja, gut. Ja, es war heute ein bisschen durcheinander, aber okay. Ein bisschen Spaß muss sein. Ah ja, LKW kaputt, aber ich wollte ja sowieso nicht mehr mit dem weiterfahren. Aber es muss sagen, das wirkt schon alles sehr cool hier im Dunkeln, ne? Wenn hier die ganzen Lichter. Ja, ist sehr gut. Es wirkt schon echt genial. Man müsste des Öfteren mal so im Dunkeln mal die Straßen lang cruisen. So dunkel auch nicht. So, jetzt fahren wir die letzten Meter noch ein bisschen ordentlich. Ist er immer noch hinter mir oder was? Nee, ist weg. Die letzten Meter sind angebrochen und dann Ruhe in Frieden. Großartiger Maximus. Deinem LKW. Das wird alles gegeben. Oh, da vorne. Vorfahrt beachten. Ah, es ist ein Krankenwagen. Die so jaulen. Hört sehr schrecklich an. Ja, ich bin richtig. Ach, ich muss doch zu Ikea oder was? Jo, alles klar. Oh, LKW kaputt. Da haben wir ja wenigstens unsere Fracht abgegeben. Jo, das war wieder eine richtig erfolgreiche Folge gewesen. Ja, sehr erfolgreich. Und ja, ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal ja, wieder am Tage sehen. Mal gucken. Nächstes Mal Van Livestream. Ja, genau. Aber die LKW-Branche, die wird auf jeden Fall nicht stillstehen. Es wird auf jeden Fall jeden Tag wieder ein Video geben. Wer es nicht gemacht hat, kann natürlich gerne ein Abo dalassen auf dem Weg zu 100k. Und ja,
sehen wir uns beim nächsten Mal. Am Fisch und sage, haut rein, macht's gut. Bye, bye.